Hallöchen an die Fische-Singles. Wir schauen jetzt in die Frühlingsenergie rein und schauen mal als erstes mit dem Seelenreisetarot, wer da so auf den einen oder anderen Single von euch drauf zukommt. Hier gilt natürlich auch, es ist allgemein, es ist kollektiv und es kann nicht auf jeden zutreffen. Vielleicht kennst du die Person auch schon, es gibt im Frühjahr eine Reunion, je nachdem, wie auch immer. Und wichtig ist natürlich zu wissen, dass ihr solche öffentlichen, kollektiven Legungen immer mit Abstand betrachtet. Das ist super wichtig. Und im weiteren Verlauf lege ich dann noch eine Grundenergie, wie sich das Ganze zwischen diesen beiden Menschen hier entwickelt. Und mit dem Lennys und mit dem Tarot. Alle Infos zu den verwendeten Kartendecks findest du auch in der Infobox. Dort findest du auch den Link zu meinem Shop, falls du dich für ein privates Reading interessierst. Und ja, damit würde ich sagen, starten wir jetzt einmal. Liebes Universum, wer kommt denn hier oder wie ist denn die Grundenergie der Person, die hier auf einen Fische-Single trifft? Ich lege erstmal drei Tarotkarten als Grundenergie aus, dann darunter noch drei für die Gedankenebene und auch nochmal drei für die Herzebene, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Also, Grundenergie. Das Aztekelche. Ach, ich habe sie schon vermisst. Die Acht der Stäbe und der Tod. Ja, ich wollte fast schon sagen, möglicherweise haben wir hier mit dem Aztekelche eine Person, die euch nicht unähnlich ist, von Element her. Weil der Tod ist ja der Skorpion. Ja, vielleicht hast du es mit einem Skorpion zu tun, beziehungsweise mit einer Person, die durchaus sehr im Gefühl ist. Diese Person hat quasi dieses Ass für dich on board im Endeffekt, was das Thema Erfüllung, Frieden, Liebe angeht und damit natürlich auch einhergehend. Fruchtbarkeit. Die Acht der Stäbe ist ja immer so die Energie von Neuigkeiten, Beschleunigung, ne? Aber auch eine gewisse Ungewissheit, die das Ganze mitbringt. Aber mit dem Tod halt auch die Transformationsenergie. Möglicherweise ist diese Person für dich wichtig in der Situation, um aus vielleicht deiner Ruhe, in der du dich befindest, herauszukommen. Ja, also großes Potenzial hier. Und wie gesagt, möglicherweise eine Person, die ja sehr große Skorpionanteile mit sich bringt. Dann schauen wir jetzt mal in die Gedankenebene dieser Person. Entspannung mit den Sechs der Münzen. Vielleicht auch eine Person, die ja sich gerne in... Ach, die hatte sich eben schon fast umgedreht. Jetzt ist sie doch noch mal rausgefallen. Eine Person, die gerne auch neue Dinge angeht. Stets gedanklich auch damit beschäftigt ist, in sich zu schauen. Das würde natürlich auch gut zu einem Wasserelement passen. Ja, möglicherweise. Weil der Eremit ist natürlich immer so ein bisschen die Innenschau, ne, Rückzugsenergie, mal so ein bisschen die eigene Wahrheit, vielleicht auch reflektieren, gedanklich, spirituell, ne. Ist vielleicht auch eine Person, die sich, ja, die weniger mit den Gedanken, also logisch, analytisch rangeht, sondern mehr mit ja, dem Bauchgefühl vielleicht unter Umständen. Auf jeden Fall haben wir hier das Ausgeglichene drin, wir haben die Entspannung drin mit den Sechs der Münzen. Eine möglicherweise sehr hilfsbereite Person kann das nämlich auch darstellen. Würde natürlich auch wunderbar passen mit dem Aztekelche in Kombination. Ja, eine Person, die sehr im Gefühl ist. Und wir haben mit den Zehn der Münzen auch die Energie von Integration und Verwirklichung. Eine Person, die auch praktisch veranlagt ist, ja, Dinge in Bewegung setzt und vielleicht jetzt möglicherweise auch Dinge in dir in Bewegung setzt mit diesem sehr, ja, entspannten Verstand. Wie sieht es dann auf der Herzebene aus? Das Herz ist schwer. Wir haben zum einen die 10 der Stäbe, ja, eine Belastung. Wir haben die 3 der Schwerter. Vielleicht ein bisschen Liebeskummer in der aktuellen Situation. Okay, das Herz ist schwer, aber davon lässt sich diese Person letztendlich nicht unterbringen. Ja, natürlich, wenn wir mal das Ganze realistisch betrachten. Letztendlich
ist es ja auch so, dass wir alle eine Vorgeschichte haben. Und möglicherweise kommt diese Person gerade aus einer Trennung oder hat eine Trennung noch nicht komplett verarbeitet in seinem oder ihrem Herzen und ist aber dennoch optimistisch. Ja? Die Grundenergie ist Fülle und auch im Herzen ist diese Person bereit, mit dem Ast der Stäbe hier wirklich auch die Initiative zu ergreifen, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen und wirklich hier in einen, ja, herztechnischen Neubeginn reinzugehen. Man könnte auch sagen, dass diese Person, wenn man es jetzt ein bisschen anders auslegt, gerade dabei ist, wirklich Vollgas zu geben, um hier Herzschmerz, Liebeskummer aufzuarbeiten, um dann letztendlich wieder, ja, zur Vernunft zu kommen, auch in Herzensangelegenheiten zur Vernunft zu kommen. Und all das ist natürlich auch ein bisschen hier mit Unterstützung möglicherweise gekennzeichnet, ja, dass hier noch das Umfeld eine Rolle spielt, da gerade ein bisschen, ja, gut zuredet unter Umständen. Aber wie gesagt, hier ist die absolute Bereitschaft drin, trotz dessen, ja, trotz des Herzschmerzes und die, ja, emotionale Belastung hier weiterzugehen, ja, Feuer reinzupacken, Ehrgeiz reinzupacken. Das ist doch schon mal sehr positiv. Würde natürlich schon zu einem Skorpion passen, ne? Aber denkt dran, es ist nur eine Tendenz und es kann auch jemand sein, der zum Beispiel Skorpion im Mond hat oder in der Venus oder. Ja, im Aszendenten, im Jupiter, Pluto, Mars. Wie auch immer. Auf jeden Fall eine gefühlvolle Person. Das kann ich schon mal sagen. Mit ein bisschen Feuerenergie. Feuer im Herzen. Das sagen allein schon die Zehn der Stäbe und das Ast der Stäbe. Feuer im Herzen. So, wie ist denn die Grundenergie? Es geht hier so ein bisschen um, ja, vielleicht öffentliche Treffen, ja, die hier anstehen. Natürlich kann der Park auch immer der Hinweis sein, dass hier etwas an die Öffentlichkeit kommen muss. Es geht hier um das Unterbewusste. Ja. Das Unterbewusstsein wird angesprochen und das ist auch eher so diese Energie von der Person. Ne? Die ist nicht so logisch veranlagt. Also es wäre jetzt keine Jungfrau, kein Wassermann oder kein Luftelement, sondern eher eine, wie gesagt, eine Person, die aus dem Bauch heraus entscheidet. Und wir haben hier etwas sehr Positives. Herzvisionen, Lebensfeuer hat diese Person auf jeden Fall. Und wir haben den Seelenpartner, den treuen Begleiter, den Hund, den Seelenhund. Ein Menschen, dem man vertrauen kann, der das aber auch vom Gegenüber erwartet. Ne? Das sage ich gleich im Vorfeld. Das muss schon auf Gegenseitigkeit beruhen. Der Anker. Ja. Das ist so ein bisschen die Verankerung, die hier stattfinden möchte. Die ist natürlich etwas unruhig und passend dazu fallen hier auch die Wolken raus. Ne? Sicht und Nebel, Umbruchstimmung. Da geht es natürlich auch ein bisschen um die eigene mentale Kraft. Vielleicht sogar von euch beiden, ja, wenn ihr euch hier begegnet. Man kann ja auch beim Anker immer so ein bisschen das Gleiche reininterpretieren wie bei den Wegen. Ne? Die Wege sind ja auch Entscheidungen. Es geht aber auch um Verbindungen. Auch wenn der Anker primär eigentlich eher so die Arbeitskarte ist, wo man sich neu verankert, gilt es aber auch generell im Leben, ne? Sich verankern. Wir haben hier zwei Spitzen letztendlich. Heißt jetzt nicht, dass hier jemand aufgespießt wird, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, zum Schluss fallen hier noch die Lilien raus. Ja, auf jeden Fall ist hier noch so ein bisschen Unruhe drin, obwohl es hier eigentlich erstmal ein bisschen schön anfängt. Aber wie gesagt, wir haben hier schon eine kleine Angelegenheit liegen, die noch nicht so ganz raus ist in dem Moment, wo ihr euch begegnet. Das ist auch generell nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Manchmal löst das eine das andere ab. Ja, also ich sehe jetzt nicht, dass diese Person dadurch gehemmt ist. Ganz im Gegenteil. Ja, hier ist Feuer. Feuer und Wasser. Was kriegen wir denn jetzt zum Park hier? Das ist übrigens das Shadowscape-Tarot. Wie gesagt, alle Infos dazu in der Infobox. Ah, guck mal einer an. Das Ass der Münzen ist rausgefallen. Also diese Begegnung, die hier stattfindet, wird als Glück angesehen. Ne?
und sorgt letztendlich auch für Zufriedenheit. Was aus dieser Münze, also wie diese Münze letztendlich weiter investiert wird, das schauen wir einfach mal. Die Justice ist generell etwas, und ich sagte ja schon, ne, manchmal löst das eine das andere plötzlich, urplötzlich ab. Ja, es ist wie weggeweht. Und so ist auch ein bisschen die Justice. Ne? Hier fällt eine Entscheidung und man nimmt das Ergebnis an, man zieht Bilanz. Ja, und aufgrund dessen, dass hier ja eine Begegnung stattfindet, sorgt es letztendlich auch so ein bisschen für dieses Ablösen. Plötzlich wird das Herz wieder ganz leicht. Ja, plötzlich wird es einfacher. Plötzlich macht man sich keine Gedanken mehr, in Anführungszeichen, oder fühlt da auch erstmal nichts Negatives mehr. Auch das kann eine wichtige Bewandtnis sein. Ja, hier legt ihr euch beide so gefühlt ein bisschen ins Zeug. Und einer von euch beiden oder vielleicht sogar beide, wie gesagt, wir haben hier die Transformationsenergie drin. Ne? Das kann zum einen natürlich die Transformation des Gegenübers sein, das kann aber auch deine eigene Transformation sein. Die 7 der Schwerter ist ja immer so dieses, ich verstecke mich. Ja, ich habe Angst, aber ich werde eigentlich gerufen, mich hier aus meinem Schatten herauszubegeben und vor allen Dingen hier, damit es positiv wird, mich ins Zeug zu legen. Ja, das ist so das Tänzchen mit dem anderen, mit dem Gegenüber. Und ja, hier wird halt aufgerufen, einen neuen Weg zu gehen, ne? Euch beide hier in gewisser Weise, ja, die Befreiung einzuleiten und euch gegenseitig hier, ja, aus der Reserve zu locken, tatsächlich, ne? Das ist eine Wandelkarte, eine Wandelenergie. Und aufgrund des Glücks, der Freude, die hier schon mal in den ersten Karten rausfällt, ist es deutlich positiv. Vielleicht begegnet ihr euch auch an einem sehr sonnigen Tag zum Beispiel, ne? Das kann durchaus eine Bewandtnis haben. Was liegt denn oben drauf? Oh, die Stabkönigin. Ja, in dem Fall bist du natürlich die Person, die hier auf dem Tisch liegt, als zuschauende Person. Stabkönigin-Energie, sehr warm, sehr offen, offenherzig, clever, im eigenen Vertrauen, ist auch in der Lage, Sicherheit zu bieten und ist natürlich auch sehr souverän. Ja, vielleicht ist deine Energie in der Situation, auch wenn du eigentlich ein Fisch bist, du aber trotzdem Feueranteile in dir hast, der perfekte Part, der hier auch das Feuer im Herzen beim Gegenüber wieder erweckt. Ja. Was kriegen wir denn zum Hund? Ach, gucke mal. Ach ja, ja. Schau mal einer an. Freude und Genuss. Ich habe es ja schon angesprochen und ich habe auch schon angesprochen, dass hier eine alte Verbindung losgelassen wird. Die 8 der Kelche ist immer die Energie von, ich gewinne jetzt emotionalen Abstand. Ich lasse los. Ja, 2 Kelche dürfen rausgehen. Eine alte Verbindung wird gekappt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil diese Begegnung mit diesem sehr treuen, loyalen und vertrauenswürdigen Menschen, das sind die ersten Eindrücke, die sorgen hier für einen Stimmungshoch, ja, für Zufriedenheit, Entspannung. Wie gesagt, Entspannung bringt diese Person ja auch mit, verstandesmäßige Entspannung, auch wenn im Herzen noch ein bisschen Trobaboro ist, ne? Die Welt liegt oben drauf. Die Welt, die Wunscherfüllung, etwas wird ins Ganze gebracht. Innerer Frieden wird wiederhergestellt. Neue Grenzen können erforscht werden. Und ja, diese Begegnung sorgt dafür, dass du aus deinem ruhigen kleinen Tümpel dir einen Weg suchst, lieber Fisch, um ja in neue Gewässer zu schwimmen, möglicherweise. Ja, und ja, so ein bisschen wie bei Finde Dory, ne? Du kommst in so einen Strom rein und lässt dich einfach mal in andere Regionen treiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eine sehr, sehr gute Energie, weil die Welt ist ja auch immer so ein bisschen Grenzen erweitern, den eigenen Radius erweitern. Verstandesmäßig, herzmäßig und natürlich auch im Außen neue Grenzen kennenlernen, neue Orte besuchen. Ne? Nicht immer nur den bekannten Radius gehen, sondern auch mal darüber hinausgehen. Es frohlocket gar sehr, würde ich sagen. Die Mäßigkeit, das wäre ein Schütze, falls es eine Rolle spielt.
Wir haben hier übrigens auch eine Waage liegen, falls das eine Rolle spielt. Und mit dem Schützen, mit der Mäßigkeit, haben wir natürlich hier auch Feuer und Wasser. Also es könnte durchaus eine Bewandtnis haben, dass diese Person ebenfalls Schütze ist. Unabhängig davon heißt es hier, findet das rechte Maß. Ne? Es ist ja noch eine gewisse Unruhe, die sich zeigt aufgrund dieses Auflösens. Vielleicht ist diese Situation auch bei euch beiden so ein Gefühl von, eigentlich ist alles gut, aber irgendwie traut ihr dem Brate nicht, dass es wirklich einfach mal einfach ist. Ne? Und die Mäßigkeit ruft halt wirklich dazu auf, die Führung zu übernehmen, sich nicht selber zu manipulieren, ja, nicht selber manipulieren, sondern wirklich in der eigenen Führung bleiben. Das rechte Maß finden, sagt die Mäßigkeit, ne? Ausgleich schaffen. Und vielleicht verbindet sich hier auch Feuer mit Wasser, ne? Der Page der Schwerter. Ja, das ist immer so eine Energie von Gedanken weg. Ne? Negative Gedanken müssen weg. Andersrum natürlich gibt es hier Neuigkeiten, Pläne. Aber wie gesagt, impulsives Handeln. Von daher passt das schon ganz gut, was ich gesagt hatte. Ne? Es sorgt bei euch beiden so ein bisschen für Unruhe in der ganzen Geschichte, weil da halt jemand ist, der ja dich aus der Reserve lockt, aber du auch diese Person aus der Reserve lockst. Und dann haben wir da zwei unruhige, nervöse Menschen sitzen, die so an ihren Fingern rumknippeln und ja sich ganz scheu angucken. So stelle ich mir das gerade vor. Und ja, das Gefühl haben, sie wissen nicht, was sie miteinander kommunizieren sollen. Und dann gibt es einen ganz einfachen Tipp. Geht spazieren. Ihr seid in Bewegung, es lockert sich, ja, man sitzt nicht so steif und starr, sondern man bewegt sich und mit der Bewegung wird gefühlt immer alles ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht, mir geht's halt immer so, ich habe früher auch mal gedacht, so, oh Gott, spazieren gehen, gut, da war ich auch noch 20 oder so. Das ist ja nun auch schon Ewigkeiten her. Aber ich habe früher mal festgestellt, wenn ich auf Dates gegangen bin und man hat sich irgendwo in einem Café getroffen, erstmal ist es laut drumherum, man kann sich nicht wirklich verstehen. Und zweitens, man sitzt da wirklich teilweise so stock und steif. Ich bin zwar eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch, aber wenn ich dann so jemanden gegenüber habe, dem ich alles aus der Nase ziehen muss, ist das immer ein bisschen schwierig. Dann sorgt das generell bei mir auch irgendwann für einen Redestopp und man sitzt dann einfach nur da und denkt sich, ja gut, können wir jetzt gehen? Ne? Und dann habe ich wieder angefangen, irgendwann mal meine ersten Dates wirklich auf Spaziergänge zu legen. Ne, gar nicht groß irgendwo treffen und fest an einem Ort sein, sondern sich wirklich irgendwo treffen und ja, spazieren gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kann man viel, viel besser miteinander quatschen. Ja, man, erstens ist man in Bewegung und zweitens finde ich auf jeden Fall, ist dann immer eine bessere Kommunikation vonstatten gegangen, als irgendwo stock und steif in einem Café. Und das Gute ist auch, wenn man so ein bisschen Adrenalinüberschuss hat bei so einem Date, Nervosität, Unruhe, die kann man weggehen. Ne? Dann verschwindet auch mal so eine kleine Angst-Panikattacke. So als kleine Anregung vielleicht. Der Eremit, er fällt hier wieder raus. Ach so, der ist übrigens Sternzeichen Jungfrau. Der ist hier auch rausgefallen, habe ich gar nicht gesehen. Na, also ich sage das nur an für alle, die es interessiert, aber ihr merkt schon, es sind manchmal wirklich viele, viele Sternzeichen im Kartenbild, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, passt es einfach nicht. Und von der Energie her würde ich hier auch nicht eine Jungfrau drin sehen. Ganz im Gegenteil, Jungfrauen sind von der Grundessenz her, wie gesagt, nicht alle, das muss man ja auch immer bedenken, von der Grundessenz her doch eher die Analytiker in der ganzen Angelegenheit. Dann hätten hier ganz, ganz andere Karten gelegen. Ich weiß natürlich auch aus meinen Wochenbotschaften damals noch, dass, wenn ich gesagt habe, wir haben hier so einen kleinen faulen Fisch liegen, der sich nicht so ganz raustraut aus seinem alten Tümpel, sich nicht bewegen möchte. Und da habe ich mir gedacht, ihr müsst mal eure kleinen Flösslein bewegen. Da gab es dann manchmal von einigen Leuten wirklich böse Kommentare. Und ich habe gesagt, Leute, es trifft doch nicht auf alle zu. Ne? Man sagt es mal einmal nicht an bei so einer Kartenlegung, dass es ein allgemeines Reading ist. Und das sollte eigentlich mittlerweile so ziemlich jeder wissen. Das ist halt einfach auch mal passt. So, und dann gibt es wieder andere, die runtergeschrieben haben, nee, du hast recht. Ne? Ich bin Fisch, ich bin stockfaul, ich stehe dazu. Und man muss ja auch immer differenzieren, ne? Die einzelnen Dekaden. So, ich weiß, die Fische der ersten Dekade, das sind total die Arbeitstiere. Ja, die der zweiten Dekade, die tendieren, ne, wie gesagt, so eine Tendenz, doch eher mal ein bisschen ruhiger zu sein. Und dann haben wir wieder die dritte Dekade, die auch wieder komplett aus dem Kurs ist.
Aber auch das sind immer nur Energien, ne? Das ist nur eine Grundenergie, das ist eine Grundbeschreibung. Und wenn ich jetzt wirklich mal mein Sternzeichen in der Grundenergie durchlese, dann stehen da auch teilweise Sachen drin, wo ich sage, nee, das passt nicht zu mir. Aber deswegen würde ich doch niemals die Autorin oder den Autor anschreiben und sagen, ey, was du erzählst, totaler Blödsinn. Ne? Das ist ja nur ein allgemeines Reading. Und hier ist es ja, wie gesagt, auch so, dass hier ein Fisch aus der Reserve gelockt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, und anfängt, seine Flösslein zu bewegen, weil da ist halt vielleicht etwas Krabbeliges, okay, Skorpioniges, was hier erobert werden möchte. Und auch hier kommt halt mit dieser Unruhe die Energie der Innenschau zum Tragen. Letztendlich nur, um irgendetwas, was im Dunkeln liegt, tatsächlich auch beleuchten zu können. Ob nun bei dir oder bei dem Gegenüber, ist eigentlich völlig irrelevant, aber wir haben hier schon das Thema Innenschau, gerade auch wegen dem Loslassen und der Impulse, die reinkommen, ne, damit wirklich hier, ja, diese Unruhe gelöst werden kann. Huch, Randale. Was kriegen wir denn zu den Wolken gesagt? Oh. Oh. Okay. Ja, die feurige Lady hier, die ist auch tatsächlich gut darin, ins Gefühl zu gehen. Besonders wenn der Page der Stäbe, ich sagte ja schon, ne, hier wird ein Fisch angelockt, der Page der Stäbe kommt und sagt, hey, Schnecke oder hey, Süßer, hast du Bock auf ein Date? Es ist nämlich das vielversprechende Angebot. Der Page der Stäbe hat auch Tatendrang. Es ist die Flirtkarte, ne? Abenteuerlust. Hier möchte man sich ins Abenteuer stürzen und es sorgt ihm dafür, dass hier mit der Kelchkönigin auch wieder, ja, das Zärtliche rauskommt in dir. Ja, dass du bereit bist, hier auch wieder in, ja, ehrlich zu dir selbst zu sein. Ne? Weil letztendlich ist es ja so, man muss ja auch ein bisschen sein Gefühlsleben aufpushen, um ans Ziel zu kommen. Weil das Gefühl kommt ja nicht vom Gegenüber zu dir rein, sondern es wächst von dir, in dir, ganz allein. Und von daher ist es natürlich notwendig, da mal ehrlich zu sich selbst zu sein und auch mal, ja, sanft zu sich selbst zu sein, um hier wirklich eine, ja, einen Umbruch in die Wege zu leiten und natürlich auch dadurch wieder mentale Kraft zu gewinnen. Auch wenn das Mentale eher im Verstand ist, dennoch sorgt unser Gefühlsleben ganz, ganz arg dafür, wie es uns mental geht. Und wenn wir unser Gefühlsleben selber runterdrücken aus Angst vor Verletzungen, dann sind wir auch nicht mental voll in unserer Kraft, weil dann gehen wir unsicher zur Verabredung oder gehen gar nicht erst zur Verabredung, kriegen Angst. Und das sind alles Kofaktoren, die dann mit reingrätschen und wo es eben hier nicht flirty wird und wo auch, ja, wo die Kelchkönigin natürlich eher die labile, wankelmütige Person in der Situation ist. Ne? Dafür steht sie nämlich auch. Und deswegen ist es wichtig, immer ehrlich zu sich selbst zu sein, auch mal sanft zu sich selbst zu sein und sich bewusst zu machen, okay, ich möchte Gefühl, da muss ich Gefühl investieren. Es ist, wie es ist. Ja, das nur mal als kleine Anekdote hier am Rande. Der Teufel, der Steinbock, der Schattenspiegel. Wir haben ja, wie gesagt, hier beim Gegenüber die Energie der Transformation, eine Energie, die diese Person mitbringt, vor allen Dingen in Bezug auf das Liebesleben. Nicht nur bei der Person, sondern, wie gesagt, möglicherweise auch bei dir selbst. So, und der Teufel ist letztendlich die Ablösung der Vergangenheit, einer alten Befangenheit möglicherweise, eine Maske, die man sich immer wieder aufsetzt. Wie gesagt, das kann, ich habe hier keine klare Kante drin, ob es auf das Gegenüber passt oder auf dich passt. Sondern es ist gefühlt so eine Grundenergie zwischen euch zwei beiden, dass ihr halt beide Schattenthemen habt, die noch aufgearbeitet werden müssen. Hier definitiv, ja, aber hier ist bereits der Einsatz quasi da. Das zeigt diese Person. Und hier fällt es auch nochmal raus. Und gerade weil wir ja hier Unruhe haben und Umbruchsstimmung, bevor es hier in die Harmonie reingeht, muss natürlich erstmal das rechte Maß gefunden werden. Und wie gesagt, dazu gehört auch Innenschau, dazu gehört es auch, Dinge nicht mehr länger zu verdrängen. Gerade weil du jetzt hier als Kelchkönigin am Zug bist, auch wenn du ein Mann bist im Übrigen, ne? Und ja, quasi gefordert wirst jetzt wieder, das Gefühl rausploppen zu lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was kriegen wir denn zu den Lilien? Die 9 der Schwerter und
Der Gehängte. Ja, die Neuner Schwerter ist ja auch eine Abschlussenergie. Die Neuner Schwerter ist so eine Energie von innerer Aufarbeitung, die hier stattfindet. Zwangsläufig, weil willst du Harmonie haben, brauchst du harmonische Gedanken. Und letztendlich sind das eigentlich nur die kleinen Gremlins, die negativen Gedankengänge, die hier bei euch beiden eine Rolle spielen und eine möglicherweise harmonische Verbindung stören können. Diese Verbindung ist wichtig, ne? Wir haben ja mit dem Hund den Seelenpartner liegen. Das heißt, wir haben hier eine Seelenpartnerschaft. Wir haben grundsätzlich immer eine Seelenpartnerschaft. Muss ich dann auch immer wieder dazu sagen, ich will es nicht überdramatisieren. Mit jedem Menschen, mit dem wir irgendwo in Verbindung stehen, und sei es nur das Telefonat mit dem Telekom-Mitarbeiter, es ist in dem Moment eine Verbindung, eine Seelenverbindung, weil es kommunizieren zwei Seelen miteinander. Ja, also bitte, ne, macht es nicht größer, als es ist, um da wirklich von einer sehr karmischen oder schicksalhaften Verbindung zu sprechen, wie Dualseele oder Seelenverwandtschaft. Dafür fehlen mir einfach Indizien. Ja? Auch wenn es die Seelenpartnerkarte ist. Hier treffen sich zwei Seelen, die, ja, die ich wie mit einem Telekom-Mitarbeiter ein Gespräch, eine Klärung zu tun haben, aber die schon ein bisschen geführt wird, um einfach letzte Impulse rauszunehmen. Ich sehe hier nicht die großen Komplikationen drin. Ja, ich würde sagen, wir haben hier schon einen sehr geklärten Fisch drin liegen. Ein, ja, bereits auf dem Ende sich befindenden Klärungsweg beim Gegenüber. Unabhängig davon liegt hier einfach das Ablösen noch drin auf emotionaler Ebene und letztendlich damit auch das Ablösen von einer Vergangenheit, das Ablösen von Schattenthemen, ja, beziehungsweise das Erkennen, dass hier nicht mehr verdrängt wird, dass auch eingesehen wird, dass jeder Mensch Fehler macht, ja. Nobody is perfect, jeder macht Fehler und Fehler sind auch letztendlich da, um aus der ganzen Angelegenheit zu lernen. Und das ist letztendlich auch der Gehängte, weil jetzt geht es nämlich in neue Lernaufgaben. Jetzt geht es darum, Dinge anders zu betrachten. Vielleicht auch mal ein, ja, gefühltes oder auch gedachtes Opfer zu bringen. Ja, um einfach aus alten Stigmatas, aus alten Denkweisen herauszukommen. Ja, hier darf umgedacht werden. Wie gesagt, Umbruchstimmung. Was kriegen wir denn obendrauf? Ja, guck mal eine an. Der Ritter der Kelche. Der Mensch bringt ja bereits Fülle mit, das Gegenüber. Und letztendlich ist es ja so, sobald du es schaffst, hier wieder in dein Gefühl hineinzukommen und dein Gefühl auch rausploppen zu lassen, könnt ihr euch hier tatsächlich auch begegnen. Weil er hat ja schon den Kelch im Gepäck, er oder sie, also das Gegenüber. Der Ritter der Kelche ist aber wirklich so, er sucht seinen Gegenpart. Und wie ich ja schon eingangs sagte, ne, wir haben hier eine emotionale Person liegen. Unabhängig jetzt vom Hauptsternzeichen hat diese Person sehr viel Fülle im Gepäck und sucht natürlich auch die Fülle im Gegenüber. Und das ist jetzt dementsprechend du oder bist jetzt dementsprechend du. Von daher würde ich sagen, er oder sie sieht das hier auch schon. Aber vielleicht musst du das noch erkennen. Ne? Der erste Schritt ist aber jetzt langsam mal loszuschwimmen, sobald du diese Person siehst. Ich sehe das energetisch ein bisschen so, dass die das Gegenüber hier schon mehr in die Initiative gehen wird, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Der Rest muss tatsächlich von dir kommen. Das ist auch so wie hier, ne? Er reitet jetzt hier auf den Kelch zu, auf diesen schönen, hell leuchtenden Kelch. Aber der Kelch muss natürlich auch was tun. Er darf sich hier nicht davon bewegen lassen, sondern muss jetzt in dem Fall ein bisschen gegen den Strom schwimmen, um eben zu dem Ritter der Kelche zu kommen. Deswegen kann es manchmal auch bedeuten, dass man ein gedachtes Opfer bringt, obwohl es eigentlich gar kein Opfer ist. Und über seinen Schatten zu springen, kann für die eine oder andere Person durchaus mal ein kleineres Opfer bringen. Ich habe aber das Gefühl, ich brauche bei euch noch zwei Karten. Ja. Ich sagte ja schon, manchmal musst du das Feuer auch ein bisschen in dir herauslassen. Und jetzt kommt hier in der Grundenergie wirklich für euch beide Ass der Stäbe-Energie, also Neubeginn-Energie, neue Energie generell. Und wie gesagt, nutzt die Gelegenheit.
beide. Weil das sorgt letztendlich dafür, dass ihr euren Fluss des Lebens wieder ein bisschen klarer sehen könnt. Und die drei der Stäbe ist auch immer so das Thema Entfaltung, ne? Neue Sichtweisen, neue Horizonte, Optimismus, der damit einhergeht. Und letztendlich ist es nicht mehr dieses Verstecken, was hier mit den sieben der Schwertern einhergeht, sondern wirklich das Öffnen, was hier stattfindet. Und manchmal muss man auch erst erkennen, dass man selbst verschlossen ist, um sich neu öffnen zu können für andere Menschen. Ja, und das gilt ja doch ein bisschen für euch beide. Ich denke, ihr habt da beide so ein bisschen diese Baustelle, was das Gefühlsleben angeht. Aber ich sehe eine große Tendenz, dass das klappen kann. Auch wenn jetzt hier per se erstmal gefühlt nur so ein bisschen das Tänzchen im Wasser vorhanden ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und noch nicht so per se das Gefühl eine Rolle spielt. Ne? Wir haben keine Zwei der Kelche, wir haben die Liebenden nicht. Aber dennoch haben wir hier einen gewissen Anfang. Und dieser Anfang ist letztendlich notwendig, damit eben eine Verbindung eingegangen werden kann. Und erst wenn wirklich abgelöst ist, erst wenn die Unruhe raus ist, erst wenn eine neue Verankerung vorhanden ist und ihr beide bereit seid, die Verantwortung für euer Handeln zu übernehmen, genau dann kriegt ihr nämlich hier einen neuen Fokus, einen neuen Blick auf das, was tatsächlich wichtig ist. Und das ist in dem Fall die Verbindung. Ja, also das Opfer wird hier möglicherweise von beiden gebracht, um letztendlich hier in die Harmonie reinzugehen. Also, lieber Fisch, ich wünsche dir ein wunderschönes Frühjahr. Wie gesagt, hier ist ein kleines Tänzchen drin, aber letztendlich geht es hier zumindest schon mal in die positive Richtung. Ja. Was danach passiert, überlasse ich euch. Vielleicht kriegen wir zum Sommer hin einen weiteren Aspekt. Ja, vielleicht schließt das an, vielleicht gibt es da was komplett anderes. Weil noch ist hier keine Festigung zu sehen. Aber das muss ja nichts heißen. Ja, denkt dran, es ist allgemein, es ist kollektiv. Es kann auch sein, dass wenn du das gerade schaust, dass du nächste Woche jemandem beim Einkaufen über den Weg läufst. Und ja, ihr seid beide bereit, jetzt hier in die Vollen zu gehen. Ne? Deswegen mach das jetzt nicht von der Kartenlegung abhängig, das ist immer wichtig zu wissen. Dann war es nämlich nicht deine Legung. Nur als kleine Info. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wünsche noch einen schönen restlichen Freitag und start ins Wochenende. Und ja, alle, die mir folgen, die sehen mich spätestens morgen früh wieder zur Wochenendbotschaft. Falls dir das gefallen hat und du gerne mehr von mir sehen möchtest, dann lass mir gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch relativ schnell wieder. Und falls nicht, wünsche dir trotzdem alles Liebe für die Zukunft und vor allen Dingen die Liebe. Ja, mach's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Legung, eure Cheyenne.